Ich grüße euch. Ja, jetzt hat man völlig den Vogel abgeschossen. Jedes Mal wird irgendetwas erhöht, wo es keine Rechtfertigung gibt. Die dämliche Rechtfertigung heißt, die Produktion ist teuer. Leute, das ist völlig aschas, auf gut Deutsch gesagt. Die Produktion ist nicht teuer, sondern der Krieg. Und 18 Milliarden Euro an die Ukraine zu geben, halte ich schon für etwas fahrlässig. Man sollte wirklich die EU-Gelder einfrieren, damit dieser Krieg endlich mal zu Ende geht. Und wenn sich da nichts ändert, müssen wieder die Diplomaten heran, weil es kann nicht so weitergehen, dass man die Menschen wie nackte Gänse ausbeutet. Und ich wäre auch dafür, dass hier die APA und andere Vereine, wie sie nicht heißen, was machen. Die zweite Möglichkeit wäre, nicht nur für die Arbeitenden die Inflation anzupassen, sondern für alle. Weil es ist schlicht und ergreifend nicht fair, wenn jetzt die Arbeiter alle auf die Straße herumrennen und wegen 10,4% Inflationserhöhung anbetteln. Eigentlich müssten ich, du und wie die anderen auch sind, auch auf die Straße gehen. Halt zwar nach Bundesland der Wahl, in meinem Fall ist es St. Pölten, obwohl ich dort nicht lebe, aber wenn einmal eine österreichweite Demonstration gibt gegen die Teuerung, da werde ich in meine Geburtsstadt runterfahren und demonstrieren, weil es ist nicht einzusehen, warum man den Kriegsgewinnler alles in den Rachen schiebt. Und da gehört wirklich die EU-Gelder eingefroren, wie es Herbert Kickl bereits vorgeschlagen hat. Und ich würde mir wirklich wünschen, wenn sich der Bundespräsident einmal zu Wort meldet, anstatt hier nur abwartet und mit dem Hund Gassi geht, weil das ist auch ein Problem für uns und wir können definitiv nicht mehr lange zuschauen. Liebe Regierung, friert die EU-Gelder ein und alles ist gut, dann können die Preise wieder nach unten wandern und nicht so nach oben. Was haben wir davon? Ich habe nicht gebeten, die Inflation oder die Preise zu erhöhen.